Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Project Hospital hier im Snow Hospital. Und ich glaube, ich sage es jedes Mal aufs Neue, genau den gleichen Satz, aber genauso ist es auch gemeint. Herzlich willkommen zurück. Und ja, wir sind direkt wieder mittendrin statt nur dabei und spielen im Doktor-Modus, im Experten-Modus und probieren hier unsere Patienten zu bearbeiten und ihnen dann bestmöglich natürlich auch zu helfen. Ein Behälter von einem Event steht hier. Was auch immer ein Behälter von einem Event ist. Wie dem auch sei, Frau Gerber hat entweder Blasensteine oder Urethersteine. Beides dürfte ziemlich wehtun. Und ja, da werden wir ihr auf jeden Fall weiterhelfen können. Indem wir zumindest jetzt nochmal die Sonographie durchführen. Und hier schauen wir bei Frau Wackernagel mal rein. Ja, die ist auch ein Behälter von einem Event. Also ich nehme mal an, sie gehört zu diesem Event. Und ja, was soll ich sagen? Wir wissen es halt nicht. Also, sie erfüllt Bedürfnisse. Schieben wir sie mal nach vorne, damit wir sie nicht verlieren als Patienten. Und dann dürfte sie vielleicht auch gleich schneller aufgerufen werden. Wir können natürlich auch Frau Gerber, war das glaube ich, ne? Einfach, gucken wir mal, wo ist sie? Zur Chirurgie überweisen. Und dann ist ja hier beim Arzt wieder ein bisschen Platz, mehr Freiraum. Und dann könnte Frau Wackernagel auch direkt die nächste sein, die aufgerufen wird und dran ist. Ja, und es hilft nun mal alles nichts. Irgendwo fehlen mir hier noch ein paar Ärzte. Ja, wir machen gerade Pause. Muss auch mal sein, zwischendurch was trinken. Und dann wird mit Sicherheit trotzdem gleich der nächste aufgerufen werden. So, erst eine Runde Spider-Solitär. Und hier haben wir unsere zweite Ärztin, die wir selber erstellt haben. Erkennt dich an den bunten Haaren. So, und hier haben wir auch ein bisschen was. Dunkler Urin. Machen wir die körperliche Untersuchung als erstes. Dann wird es hier in jedem Fall Leber, Fibrose, wird es auf jeden Fall die Temperaturmessung noch geben. Dann wollen wir noch den Urintest von ihr haben. Und dann gucken wir mal. Großes Blutbild vielleicht noch. CRP-Test machen wir nochmal. So, dann gibt es Rehydration, in jedem Fall Ruhe und dann geht es da auch weiter. So, was ist mit hier unserer Ärztin hier? Hannelore Meier tut nichts. Ja, lieber erstmal die Runde Spider-Solitär zu Ende führen, während unsere Patienten hier alle warten. So. Sonographie, ja, das hat man noch. Urinproben, Untersuchung. Das machen wir auch auf jeden Fall noch. Hepatitis, da gibt es das hier schon mal noch mit dazu. Hepatitis B, da sind wir uns also sicher. Ansteckende Krankheiten. Und dann schicken wir ihn in jedem Fall weiter zur ansteckenden Krankheitenstation. Dann machen wir das noch mit dazu. Gibt es das noch und die stationäre Aufnahme. Ja, allein um ihn auch weiter zu beobachten. So, gehen wir weiter. Xylothorax. Ansammlung von Lymphflüssigkeit im Bereich der Pleurahöhle. Das bedeutet, sie kann wahrscheinlich schlecht atmen. Wenn wir die körperliche Untersuchung machen, abhören, dann werden wir Abklopfen des Thorax durchführen. Und in jedem Fall, neben dem Fiebertest, werden wir sie in die Röntgenabteilung schicken, um dort dann letztendlich CT-Enterographie durchzuführen. Ja, das machen wir. Und dann wird ihr hoffentlich geholfen. Ah, Hannelore Meier hat Erfahrung gesammelt beim Solitärspielen. Ist in Ordnung. Ja, und dann geht sie zur Inneren und kriegt da auch als erstes tatsächlich noch die
Pleura-Punktion. Und die stationäre Aufnahme, ganz klar. MRT und Röntgen des Torsos statt dem hier. Oh, okay, von mir aus. Wenn er das so vorgibt. Julia Brammen. So, geldtechnisch sind wir bei 76.000 wieder. Ja, Anfang des Tages haben wir ja bei 2.000 angefangen. Heißt, wir bekommen mittlerweile doch eine ganze Menge durch unsere Patienten dazu. Und ja, sie hier wird als jeden Fall, ist ja schon das rote Dreieck da oben, weil sie im kritischen Zustand ist. So, ein überwachter Patient ist kollabiert. Der liegt da unten. Das ist natürlich nicht ganz so gut, obwohl er hier schon alles bekommt. Und ja, gucken wir mal. Körperliche Untersuchung. Fast wird durchgeführt. Abdominales Abtasten, Hören. Und dann kommt er natürlich noch ins CT. Ja, das habe ich hier gar nicht hingeguckt. Das war bei ihm. Befragung war zum Schluss. Ja, da gibt es schon mal eine Fußcreme und körperliche Untersuchung. Und dann wird es zum Schluss noch die mykologische Probenentnahme geben, um zu schauen, ob er Pilz hat oder nicht. So, zurück zu ihr. Cornelia Halbhuber. Körperliche Untersuchung. Da gibt es das alles schon mal oben drauf. Dann machen wir einmal Fieber messen. Dann schauen wir uns natürlich die Mund- und Nasenhöhle an. Und machen einen CRP-Test. So, und dann schauen wir, wie es da weitergeht. Ja, das ist doch jetzt schon mal wieder viel spannender hier. Blutverlust ist relativ hoch. Traumatischer Herzstillstand, Milzruptur. Schauen wir mal, was da jetzt gleich rauskommt. Drei versteckte Symptome haben wir noch. Und unsere liebe Linda Barclay macht alles, was sie tun soll. Ist auch eine sehr gute Ärztin. Martin Jäger. Schauen wir auch da mal rein. Körperliche Untersuchung. Kann alles Mögliche sein. CRP-Test. Dann werden wir neurologische Tests durchführen. Dann machen wir trotzdem nochmal das hier. Blutuntersuchung. Blutabnahme, jo. Und dann schauen wir mal. Gisela Tell. Ja, sorry. Haben wir denn schon irgendwas, was wir durchführen wollen? Nö. Körperliche Untersuchung haben wir angewiesen. Ja, aber was soll ich sagen? Dann geht sie halt. Bon voyage. Ah, jetzt wurde gerade ein Arzt frei für sie. Martin Jäger. So, aber ich wollte auch bei den Ärzten nochmal reingucken. Kritisch, Gefahr. Das hätte ich ganz gerne noch angezeigt. Und jetzt sehen wir auch schon, dass hier der eine oder andere gelb hinterlegt ist. Hier liegt zum Beispiel einer direkt auf dem Tisch. Was passiert da? Wahnsinn, was der alles kriegt. Pleuritis, ja. Aber scheint noch in Ordnung zu sein. Da gibt es das hier. Jo. Das passt soweit. Hier liegt noch einer. Der kriegt auch noch ein bisschen was dazu. CT-Ort, dann war nochmal an. Dann haben wir da noch einen hingelegt bekommen. Boah, Differentialdiagnose können wir mal anordnen. Hier hinten liegt keiner auf der Überwachungsstation. Auf der Intensiv, den geht es soweit gut. Ne, sind schon wieder grün, heißt, die kommen da bestimmt demnächst runter. Da sitzt noch einer. Alles schon mal verschreiben hier, um zu gucken, was passiert.
Bluttest. Dann machen wir Brustschmerzen, Reizhusten. Ja, gibt es das Röntgen des Torsos noch? Und ein MRT. Jo. Was mit ihr? Kriegt auch erstmal alles, was hier drauf steht. In jedem Fall ansteckende Krankheiten. Auf der Station ist sie auch schon, wenn ich das richtig sehe. Und dann gibt es ja die Differentialdiagnose. Ja, hilft ja nun mal alles nichts. So, dann gehen wir noch eine nach oben. Gucken hier gleich mal weiter. Schmerzmittelchen noch dazu. Ja. Warte, jetzt machen wir erst eins nach dem anderen. Das sieht gut aus. Hier ist noch ein gelber. Antibiotika. Jo, ging. Nierensteine, beziehungsweise bei Nierensteinen. Das gegen Durchfall, Appendizitis, Fieber soweit, wo das passt. Hier gucken wir nochmal rein, da wird schon mal Ruhe verschrieben, grippaler Infekt, wir sind uns sicher. Ja, und dann sind wir mit der gleich durch, die können wir dann nach Hause schicken. $110 für uns. Hier gibt es Augentropfen, Clusterschmerzen, Neuro. Ja, schicken wir nochmal damit hin. Ruhe noch dazu. Jo. Vitamin B-Komplex, da fehlt mir wieder was. Kann mir mal einer sagen, was ich hier bauen muss, um Vitamin B-Komplex verabreichen zu können? Oder ist das an ein bestimmtes Zimmer gebunden? Oh, Verschluss des Auges, das ist natürlich auch nicht so gut. Würde ich sagen, schicken wir ihn direkt zur Neuro, damit sie auch wieder was zu tun haben. Auf geht's. Ja, den nehmen wir auch erstmal stationär auf. Ja, das waren jetzt eine ganze Menge tatsächlich. Haben wir noch irgendwo einen rumliegen, den wir uns anschauen müssten? Ja, hier. Ansteckende Krankheiten. Magenmittel. Bluttest wird gerade durchgeführt. Warten wir mal ab. Hier haben wir noch wen. Malaria. Okay, komm. Gibt alles das. Ist aber jetzt keine mega ansteckende Krankheit. Dementsprechend passt das noch. Hier haben wir noch einen. Der kriegt auch all diese Mittelchen hier. Legionärskrankheit. Wahnsinn. Was alles gibt. Ja, aber die Station für ansteckende Krankheiten läuft soweit eigentlich ganz gut. Hier hinten liegt noch einer, da ist aber schon wieder grün. Roter Virus. Ist aber auch nicht hoch ansteckend. Das heißt, die Isolierstation bräuchten wir da eigentlich erstmal gar nicht. Haben wir aber genutzt, weil wir hier sonst weiter keine Station frei haben, ne? Ich muss aber auch gleich nochmal in den Baumodus. So, das gibt's dazu. Körperliche Untersuchung, Kontaktdermatitis, da sind wir uns sicher. Machen wir hier also noch den Pricktest einmal ganz kurz. Und gucken, wie es dann weitergeht. So, und jetzt gehen wir einmal hier rein. Und probieren mal hier ganz kurz ein bisschen was zu verschieben. So, Fenster. Einmal entfernen. Dafür hätten wir hier gerne eine Tür. Dann nehmen wir einfach die gleiche, wie sie da schon drin ist, wenn ich sie denn finde. Doppeltür, ganz normal. Ja, sehe ich hier gar nicht. Ist ja verrückt. Doch, hier ist sie. Da. Und die war grau, aber die möchte ich auch ganz gerne in der Farbe haben. Dann entfernen wir die nämlich hier. Und stellen halt das Ding dann dahin.
kommt der Fernseher auch hier hin. So. Defi haben wir hier. Kommt da hin und dann kommt da noch eine Tür rein. Zack. So, und jetzt können wir das Copy-Tool nehmen. Und schaffen uns noch ein bisschen Spielraum, Spielfläche. Ja, okay. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Also, noch ein paar von den von der Station mit dazugeholt. Könnten wir hier nochmal erweitern oder noch einen weiteren Putzraum reinbauen. Oder es einfach als Gang nutzen. In jedem Fall Station ein wenig erweitert. Ja, okay, da ist immer noch ein Symptom versteckt. Amerikanisches Zeckenbissfieber. Junge, Junge, Junge. Aber gut, wir warten auf den großen Bluttest. Machen wir das hier nochmal und abdominales Abtasten. Saskia Thiemeier sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Ja. Gehen wir mal wieder ein paar Etagen nach unten. Liegt hier noch irgendwo einer rum? Nö. Ach, da liegt noch einer. Schauen wir hier mal rein. Siehste. Müssen unsere Ärzte doch einfach direkt mal ran. Neurologie wartet auf die Einweisung zum Zimmer. Und Blutabnahme. Machen wir natürlich auch. Ja, EKG können wir auch noch mal reingucken. Wer ist das? Gisela Jäger. Ja, okay, Sono haben wir schon mal. Dann machen wir das Echokardiogramm nochmal. Und die stationäre Aufnahme, auf jeden Fall. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da alles haben, was wir brauchen. Großes Blutbild. MRT. Und die mikrobielle Probe. So, Pricktest. Okay, mit ihr sind wir durch. Hier gibt es noch die Steroidcreme. Und für 100 Dollar darf sie nach Hause. So, wer liegt da? Zystische Fibrose. Ja. Ist aber, denke ich mal, auf dem Weg der Besserung. Schön diese Geräusche dazu. So, geht zum Stuhl. Großes Blutbild haben wir schon angefordert. Okay, es kann tatsächlich noch eine ganze Menge sein bei ihr. Saskia Widmer. Schauen wir mal rein. Kriegt schon mal das. CRP-Test wurde angeordnet. Thalassämie hat sie. Das heißt, sie geht jetzt zur Inneren, kriegt dann eine Bluttransfusion und die stationäre Aufnahme. Dann werden wir hier noch natürlich die Blutabnahme machen, abdominales Abtasten, um zu gucken, ob da nicht doch noch irgendwas ist. EKG können wir noch durchführen. Ja, und zum Schluss die Differentialdiagnose. Alrighty then. So, oh Gott, da ist ein roter Herr, Defi. Er hat eine, naja, siehst du, ist gerade rot geworden. Herzrhythmusstörung. Verschluss des Auges. Einweisung ITS. Und dann machen wir da noch die Differentialdiagnose. Und
Und jetzt möchte ich natürlich ganz gerne, ich probiere mich jetzt dran zu halten, jedes Mal in die Statistiken reinzugucken. Täglicher Profit liegt hier, denke ich mal, so bei plus minus null soll das wahrscheinlich heißen oder ein bisschen drüber. Gesamtpatienten ein bisschen über 100. Und ja, es dürfte aber trotzdem ein bisschen mehr werden, ne, bei der Anzahl an Personal. Geldtechnisch sieht das eigentlich ganz gut aus mittlerweile. Rettungswagen. Sind auch da. So, 4 von 4 haben wir. Ja, uns geht es erstmal darum, dieses Event hier abzuschließen. Gemeiner Angestellter. Personalzufriedenheit. Hässliche Umgebung. 6. Wow. Ambulanzstation. Tod. Kollabiert einer. Personalzufriedenheit. Die muss ich auf jeden Fall erhöhen. Da muss ich aber noch gucken, wie das geht. Also eine Kantine wäre zum Beispiel ein Anfang. So, körperliche Untersuchung. Dann werden wir mit ihm eine Ohrenuntersuchung durchführen. Fieber messen. Da gibt es schon ein bisschen Schmerzmittel. CRP-Test. Und dann schauen wir weiter. Osteoporose. Pfeifatmung. Ja, okay, wir haben alles rausgefunden. Heißt, die Differentialdiagnose können wir uns schenken. Da kriegt er das jetzt noch und dann wird er früher oder später wieder gesund. Gehen wir mal hier hin. Nachdem wir hier waren, körperliche Untersuchung abhören. Dann schauen wir natürlich rein in den Hals. Und messen Temperatur und dann gucken wir, was bei rumkommt. So, zurück zu Herrn Holzer, so heißt er. Oder? Ne, Herr Wimmer war das, da. Da liegt er, jetzt kriegt er erstmal Defi. Jetzt kommt die Corticosteroide. Zack, einmal wiederbelebt. Da ist er auch wieder. Sofort da. Wunderbar. Zwei versteckte Symptome. Ja, und jetzt geht es darum, das hier alles schnellstmöglich zu machen. Aber Judy Thomas ist dran. Der Herr Wimmer wird hoffentlich gleich all das hier bekommen. So, und er macht was? Führt einen Eingriff aus. Unterstützt wahrscheinlich. Otto Rö. Okay. Also, da gibt es Antibiotika. Er hat trotzdem noch versteckte Symptome. Überprüfung der Sprache. Nö, das ist es nicht. Versteckte Symptome. Also aufnehmen müssen wir den eigentlich nicht. Stationäre Aufnahme. Aber ich schicke ihn mal weiter zur Inneren. Na komm. Audiometrie. Das wollten wir noch haben. So, dann gibt es das noch hinterher und das ist alles gut. Gut. Lassa-Fieber. Ja, dann sind wir doch mit ihr soweit fertig. Abführen, Salmonellose, sind wir mit ihr auch fertig, das passt. Liegen da alle und werden früher oder später gesund. So, und jetzt ist Schichtwechsel, es ist schon wieder 20 Uhr. Da kommt die Nachtschicht. Hier liegt überhaupt niemand rum. Doch, einer, da. Ist aber alles in Ordnung. Pneumothorax, Thorax, als nächstes dürfte die dann ausgeführt werden? Blau, nee, ist abgeschlossen. Okay. Ja, von daher alles gut. Martin Sauer. Dann macht mir der hier eher Sorgen. Aber ich hoffe mal, dass die jetzt langsam anfangen, hier an dem Rund zu doktern, ne? Achso, das ist jetzt, weil die Ärzte gerade nicht da sind. Aber da kommt der Erste schon angelaufen. Das ist jetzt die Nachtschicht. Lena Brandt. Ist natürlich auch geil, dass die einfach wechseln hier mitten in der Schicht.
Okay, also Defi ist jetzt abgeschlossen. Ja, ich möchte ihn gerne weiter behandeln. Aber die lebensgefährlichen Symptome sind jetzt zumindest schon mal weg. Ja, Schluss des Auges, Herzversagen. Wir machen eine Blutdruckmessung, machen wir noch. Dann werden wir ein Langzeit-EKG durchführen. Oder EKG, es reicht schon mal. So, gucken wir hier nochmal rein. Ja, wir könnten natürlich auch nochmal eine Angiografie durchführen. Ja, das machen wir gleich noch, eine Angiografie. Wo muss er denn hin überhaupt? Zur Neuro. Ja. Geht es ja schon wieder besser. Heißt, wir können ihn, ja, dann natürlich auch gleich, hätte ich gesagt, darüber schicken wieder. Können wir aber nicht, weil der muss jetzt erstmal da durch. Ja, ich suche jetzt gerade die Angiografie, aber ich finde sie gerade nicht. Oder haben wir die schon gemacht mit ihm? Ach, haben wir schon gemacht. Okay. Oh. Echokardiogramm. Ja, okay. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Temperaturmessung ist abgeschlossen. Grippaler Infekt, da haben wir reingeguckt. Inspektion der Mundhöhle haben wir auch reingeguckt. Gut, dann machen wir jetzt einmal einen CRP-Test und dann einmal Blutabnahme. Jo. Und zur Not noch das. Ja, passt doch ganz gut. Also, das hat uns knapp 30.000 gekostet. 20.000 würde ich sagen, weil wir auch noch ein bisschen was gebaut haben. Die Tagschicht. So, Entschuldigung, muss mich kurz räuspern. Und dann schauen wir hier nochmal durch. Wow, Ereignis abgeschlossen. Was passiert? Du hast es geschafft, das Ereignis in der vorgegebenen Zeit abzuschließen. Du hast einen Zuwachs an Ansehen und eine Geldbelohnung erhalten. Gratulation. Erfolgreiche aufeinanderfolgende Ereignisse 1. Geldbelohnung 5.000. Das freut mich doch sehr. Und dann würde ich meinen, kommt bestimmt gleich das nächste Event. Epidemie-Event. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt und wann das losgeht. 53.000 auf dem Konto. Gucken wir mal nach oben. Hier können wir eine riesige Station aufbauen. Können wir eigentlich noch einen nach oben? Ja. Also mindestens eine Etage nach oben können wir noch. Und hier hinten ist ja auch noch Platz zum Bauen. Ne? Ich finde das eigentlich ganz geil. Theoretisch könnte man ja die Station noch größer machen. Aber uns fehlt natürlich auch noch was. Ne? Orthopädie fehlt, Kardiologie fehlt, Traumatologie fehlt und die Pathologie. Ansonsten haben wir ja schon alles. Aber ich möchte auch ganz gerne die Röntgenabteilung nochmal weiter ausbauen, die sich ja nun mal hier befindet. Und ich möchte mehr Labors bauen. Vielleicht mache ich das mal eben. Wir haben ja ein bisschen Geld, 53.000. Können wir zumindest schon mal ein, zwei Labore noch erweitern. Das hier ist Histologielabor. Tag hoch, Tag kritisch, Nacht niedrig. Und hier ist kritisch und kritisch. Dann machen wir das Hämatologielabor und das Histologielabor. Bauen wir mal als erstes. So, und dann wieder mal das Copy-Tool. Können wir sogar noch einen Ticken größer machen. Ja, so passt natürlich nicht, aber so ist teilweise echt ein bisschen schwer zu erkennen hier, ne? Bin ich jetzt drüber, bin ich nicht drüber? Naja, so passt das.
So, dann nehmen wir das hier noch. Jetzt müssten wir es komplett haben. Und schieben es mal hier mit rüber. Great. So, und jetzt brauche ich wieder eine Wand, weil ich das Ganze natürlich ein bisschen erweitern möchte. Muss aber einmal ganz kurz gucken, welche Farben wir hier genommen haben. Einfach eine weiße Wand. Okay. Und da drüben auch. So, ich wende mal ganz kurz den Blick und dann gibt es hier natürlich noch eine weiße Wand. Dann wollen wir den Boden genauso hübsch machen wie hier. Dann haben wir eine Tür mit keinem Zutritt. Kommt einmal hier hin. Dann kommt die einmal hier hin. Und den Rest an Türen entfernen wir hier einmal. Und wir entfernen natürlich auch noch die Wände. Ich hoffe, da hängt nichts dran. Aber wenn doch, dann wird das mir gleich schon sagen. Ja, so passt das. Und so passt das auch. Great. Also, wieder zurückgedreht. Tisch genommen und verschoben. So, jetzt ist sogar noch Platz für einen weiteren Arbeitsplatz. Laborspüle. Zack. Super. Gut, hat uns natürlich auch wieder ein, zwei Mark gekostet. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir das hier noch einmal machen. Hämatologielabor. Das machen wir jetzt nämlich größer. Und dann haben wir hier das Histologielabor. Und das haben wir hier. Kommt dahin. Super. Also tagsüber stellen wir schon mal wen ein. Brauchen wir auch. Biochemie 91%. Warum ist der so günstig, wenn er so gut ist? Biochemie, fortgeschrittene Biochemie. Ja, nehmen wir sie schon mal. Und für die Tagschicht nehmen wir hier auch nochmal wen. Schmutzige Füße? Nee, das wollen wir nicht. Biochemie. Boah, die sind alle so teuer. Na komm, schmutzige Füße. Wird schon passen. Okay, awesome. Mehr brauchen wir aber auch erstmal nicht. Weil hier sind mehr als genug Leute drin. Die werden dann auch aufgerufen. Und dann sollte das meiner Meinung nach auch passen. Gut, meine lieben Freunde. Und damit sind 30 Minuten schon wieder rum. Wir haben das erste Event abgeschlossen. Und als nächstes kommt die Epidemie. Oder das Epidemie-Event. Und da bin ich gespannt, ob wir mit unserer Station der Epidemiologie ausreichend und gut genug aufgestellt sind. Wir haben ja nochmal 4 zusätzliche Betten hier gebaut, wovon das erste auch schon wieder belegt ist. Aber grundsätzlich haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Betten frei in der Kapazität und natürlich hier hinten im Bereich der Isolierstation auch nochmal Kapazitäten. Ja, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin, lasst mir wie immer eure Kommentare da. Gerne Daumen nach oben. Bitte sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben und ja, ich sehe hier noch mehr Schmutz, also da muss ich auch noch mal reingucken. Ja, und dann, falls ihr noch kein Abo habt, drückt auch gerne auf den Knopf und sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.